Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bevor wir in die heutige Grundaufgabe einsteigen, möchte ich noch einmal die Systematik der 8 Grundaufgaben näher bringen. Prinzipiell unterscheiden wir in zentrale Kräftesysteme und in allgemeine Kräftesysteme. Zentrales Kräftesystem liegt vor, wenn sich alle Wirklinien in einem Punkt schneiden. Alle anderen sind allgemeine Kräftesystem. Dort sind die Wirklinien irgendwo zu finden. Weiters können wir unterscheiden, was ich suche. Suche ich die resultierende aller bekannten Kräfte, bin ich hier. Suche ich unbekannte Kräfte, wie zum Beispiel bei Auflagerreaktionen, dann bin ich hier. Dann kann ich noch die Lösungsverfahren unterscheiden, rechnerisch oder grafisch. Diese drei Unterscheidungsmerkmale definieren nun die 8 Grundaufgaben. Zum Beispiel: Die zweite Grundaufgabe wäre die grafische Ermittlung der resultierenden Kraft in einem zentralen Kräftesystem. Weiteres Beispiel: Die siebte Grundaufgabe wäre die rechnerische Ermittlung einer unbekannten Kraft im allgemeinen Kräftesystem. Wir kommen zur siebten Grundaufgabe der Statik. Das ist die rechnerische Ermittlung unbekannter Kräfte im allgemeinen Kräftesystem. Ein sehr häufig angewendetes Verfahren, wo wir darauf bauen, dass die Summe aller Kräfte in allen Richtungen und die Summe aller Momente gleich 0 sein müssen. Das heißt, wir haben also die Annahme statischen Gleichgewichts. Und diese Annahme statischen Gleichgewichts setzt eben voraus, dass die Summe der Kräfte in x gleich 0 ist, die Summe der Kräfte in die y-Richtung gleich 0 ist und die Summe aller Momente um einen beliebigen Referenzpunkt ebenfalls gleich 0 ist. Das heißt, wir gehen so vor, dass wir eine Lageskizze machen. In diese Lageskizze tragen wir alle unbekannten Kräfte ein. Dann, aufgrund dieser Lageskizze, können wir ein Gleichungssystem entwickeln mit diesen drei, man nennt sie auch Hauptgleichungen. Und dann kann man das Gleichungssystem lösen. Das heißt, ganz wichtig noch einmal, die Annahme des statischen Gleichgewichts. Gleichgewichts. Ich schlage vor, dass wir das jetzt schon ausprobieren. Das heißt, wir können das an einem Beispiel gleich durchexerzieren. Ich habe hier schon ein Beispiel vorbereitet. So. Also hier haben wir ein Beispiel. Das muss ich ein bisschen sprechen. Das heißt, hier gibt es eine Arbeitsbühne, die ist hier mit einem zweiwertigen Lager abgestützt und hier gibt es einen Zweigelenkstab, eine Stütze, die führt auch hier hinunter zu so einem Lager. Aufgrund des Zweigelenkstabes kenne ich aber die Richtung dieser Lagerkraft B oder die Richtung auch der Kraft in A, die muss also auf der Verbindungslinie zwischen A und B liegen. Damit habe ich hier also zwei Unbekannte und hier eine Unbekannte. Von Interesse ist jetzt auch dieser Aufbau. Wir haben hier einen Trommelkasten, sprich das Seil, das kommt so rein, über die Rolle drüber und wird im Trommelkasten dann aufgewickelt. Hier greift noch ein Seil an, das die Kraft F1 verursacht, und wir müssen uns jetzt dann überlegen, was ist hier
das mechanische System und welche Kräfte wirken auf dieses mechanische System. Gesucht ist eben die Berechnung der Auflagerkräfte, das heißt im Punkt A und im Punkt C. Wenn wir es noch einmal kurz zusammenfassen, hier steht viel Text, dann tun wir uns leichter, wenn wir es noch einmal als gegeben und gesucht hinschreiben, so, dass wir das hier ein wenig sehen. Also gegeben haben wir jetzt konkret eine Kraft F1, die ist 5 kN, eine Kraft F2, die ist 10 kN, die haben wir hier. So, dann gibt es einen Winkel Alpha noch zu dieser Seilkraft, die hat 30 Grad mit dem Trommelkasten und unter dem Winkel Gamma wirkt, das heißt die Kraft F2 braucht den Winkel Gamma mit 40 Grad. Das andere Ende des Seils läuft auf die gerade stillstehende Trommel. Dann haben wir noch Arbeitsbühne, ist A und B gelagert und hat eine 1,8 Meter lange Pendelstütze. Das wird jetzt für unser Problem hier wahrscheinlich keine Bedeutung haben, aber wir nehmen es mal auf. Diese Länge der Pendelstütze, die müssten wir jetzt irgendwie halt benennen. LB von mir aus ist 1,8 Meter, welche sich auf das und der Winkel Beta ist 70 Grad, der ist schon wichtig. Der Trommelkasten und die Arbeitsbühne verursachen eine Gewichtskraft von G1 ist 8 kN, das werde ich hier zu den Kräften noch dazugeben. G1 ist also 8 kN. Und dann haben wir hier jede Menge an Abmessungen noch. Also es gibt einen Durchmesser mit 300 mm, dann ein L1 mit 3 Meter, L2 mit 2 Meter, L3 mit 2,25 Meter und L4 ist gleich L5, hat einen Meter. So, das erste, was wir jetzt durchführen müssen, ist, dass wir diese Anordnung hier, unser mechanisches System, freimachen müssen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen das noch einmal hier nach unten mit. So. Dass wir es hier freimachen. Gut. Also, an Kräften finden wir unsere G1, die haben wir hier. Ich werde sie noch einmal mit blauer Farbe einzeichnen. Unsere F1 und unsere F2. Weiters haben wir eine Kraft im Punkt A, die führt hier hinauf. So, die nennen wir FA. Und im Punkt C haben wir eine Kraft nach oben. Das ist die FCY. Und wir haben auch eine Kraft FCX, die ich jetzt einmal nach links gehend hier annehme. FCX. Eine Anmerkung dazu, bei Auflagern, wenn man sie falsch angenommen hat, erhält man das Ergebnis negativ, macht kein Problem. Ich weiß einfach dann, dass die Kraft entgegen dem angenommenen Richtungssinn schaut. Wir kommen jetzt
Zu einem Problem, das wir hier noch haben, also das ist eine wirklich sehr ungünstige Lage dieser Kraft F2, weil sie da irgendwo da draußen in diesem Punkt ist und den müssten wir uns jetzt genau berechnen, aber wir wissen von den Grundoperationen Querverschiebesatz, ich darf ja diese Kraft hier in die Mitte hineinschieben. Muss allerdings dann einen Moment hinzufügen. Das heißt, gedanklich noch einmal hätte ich das erweitert, so zwei gleiche Kräfte auf einer Wirklinie in gegengesetzter Richtung sind, das wäre der Erweiterungssatz, und diese Kraft F2 und diese hier, die würden mir jetzt ein rechtsdrehendes Moment ergeben und dieses rechtsdrehende Moment. Das füge ich jetzt einfach hinzu und sage, das rechtsdrehende Moment ist gleich eben die F2, die wir jetzt hier haben, mal dem Radius R bzw. d halbe. Sie könnten das auch anders machen. Sie könnten auch hergehen und die Systemgrenzen hier so ziehen, dass Sie quasi hier noch einmal die Kraft F2 herausschauen lassen. Da müssten Sie natürlich auch hier die Kraft F2 herausschauen lassen und dann könnten Sie die zwei F2-Kräfte hier ins Zentrum verschieben. Das tun wir jetzt nicht. Wir haben einen akzeptablen Weg gefunden. Das heißt, wir haben die F2 mit Querverschiebesatz in die Mitte dieser Rolle hinein verschoben und wir haben dafür einen Moment hinzugefügt, dass diese Wirkungsveränderung quasi ausgleicht. Unser mechanisches System, damit das noch einmal klar ist, das wäre jetzt, hier wären unsere Grenzen des mechanischen Systems quasi. So, das wäre unser System. Vielleicht, das könnte man noch da ein bisschen besser, damit wir sehen, die Kraft F1, die fährt ja auch heraus. Gut. Damit haben wir das System freigemacht und wir können nun zu den Hauptgleichungen kommen. Hauptgleichungen. Wir beginnen einmal mit der ersten Gleichung und die ist Summe aller Kräfte in x-Richtung ist gleich 0. Wir können hier ganz links beginnen. Hier haben wir die Kraft Fa und diese Kraft Fa mal dem Cosinus wäre die x-Komponente. Das heißt Fa mal Cosinus Alpha. Zur Klarheit, wir unterstellen immer bei allen Aufgaben ein Koordinatensystem, wo die positive x-Achse in diese Richtung geht und die positive y-Achse in diese Richtung. Immer das gleiche Standardsystem. Das heißt, in Wirklichkeit ist es jetzt egal, würde es eine Rolle spielen, dann würde ich mir einen bekannten Punkt suchen, wo ich das Koordinatensystem hinlege. Das wäre dann hier der Nullpunkt. Gut, also Fa mal Cosinus, hoppala, Beta muss hier stehen. Cosinus Beta, also mit dem Ankerdelta von diesem Winkel, ist das Fax. Dann haben wir hier oben das F1. Das ist jetzt nicht gut zu sehen. Ich verschiebe die Kraft ein bisschen, damit man das sieht. Das ist ein F. Na. So. Das heißt, und diese ist wieder der Cosinusanteil von dem Alpha jetzt hier. Und der schaut aber in die negative x-Richtung, also minus F1 mal Cosinus Alpha. Dann kommen wir gehen einfach weiter nach rechts. Als nächstes sehe ich die FCX, das heißt minus
FCX, das ist eine unbekannte Kraft. Und dann kommen wir zur F2. Da müssen wir noch einmal klar machen, der Winkel Gamma, der tritt jetzt hier auf. Und für den Winkel Gamma ist das die Gegenkathete, die in die x-Richtung schaut, also ist es ein Sinus. Das heißt, plus F2 mal Sinus vom Gamma-Winkel. Das wäre unsere erste Hauptgleichung, Summe aller Kräfte in x. Zweite Hauptgleichung, Summe aller Kräfte in y-Richtung ist 0. Und jetzt fangen wir wieder links an. Hier beim FA, bei der Kraft FA ist es jetzt die Gegenkathete vom Winkel Beta, also FA mal Sinus Beta ist positiv, zeigt nach oben. Dann kommen wir zur F1. Auch hier ist das Sinusanteil, der zeigt nach oben, also plus F1 mal Sinus Alpha. Dann kommen wir zur Gewichtskraft, die schaut nach unten, G1, also minus G1. Dann kommt das Auflager C, schaut nach oben, FCY. Und dann haben wir noch einmal die Kraft F2, das ist also minus, schaut nach unten, F2 mal Cosinus Gamma an Kathete hier. Das war nun die zweite Hauptgleichung und wir kommen zur dritten. Dritte Hauptgleichung ist die Summe aller Momente um einen beliebigen Referenzpunkt. Und wir nehmen hier den Punkt C, weil im Punkt C sind zwei Unbekannte drinnen, die dann damit rausfallen, also nicht vorkommen in dieser Gleichung. Und damit können wir aus dieser dritten Gleichung dann gleich die FA ermitteln, weil die unbekannten C-Komponenten sind dann schon herausgefallen. Das heißt also, wir beginnen, auch hier will ich ganz links beginnen. Sie haben diese FA mal Sinus Beta, die schaut nach oben, und die FA nach Cosinus Beta, die schaut so. Ich zeichne es vielleicht ganz kurz ein bisschen zur Erläuterung ein, dass Ihnen das hier ganz augenscheinlich bewusst wird. Wenn Sie die FA eben in diese zwei Komponenten zerlegt sich vorstellen. So, da haben wir einmal das. Ich tue es schön strichlieren, damit man nicht auf die Idee kommt, da gibt es zusätzliche Kräfte. Das heißt, das hier wäre jetzt das FAX und das wäre das FAY. Dann sehen wir, dass die FAX direkt durch den Drehpunkt C geht und damit als Moment nicht existiert, weil FAX mal Abstand 0 ist eben 0. Das heißt, von der FA-Kraft hat nur die Y-Komponente eine Momentenwirkung. Das wäre dann FAY mal diesen Abstand L1. Und weil aber das FAY jetzt hier so herumläuft, nicht, ist eine Rechtsdrehung, also das Moment ist rechtsdrehend, daher ist dieses Moment negativ einzutragen. Das heißt, wir beginnen also mit minus FA mal Sinus Beta, das wäre diese FAY-Komponente, und mal dem Abstand L1. So, dann kommen wir zur nächsten Kraft, das ist die Kraft F1. Auch die Kraft F1 könnten Sie sich in zwei Komponenten zerlegt vorstellen. Das wäre einmal wieder die F1Y
Und in diese Richtung hätten wir die F1x. So. Und Sie sehen, die Normalabstände zu diesen beiden Komponenten sind beide vorhanden. Das heißt, wir werden hier also jetzt für die Kraft F1 zwei Terme erhalten. Ich beginne mit dem x-Anteil. Der ist bezüglich des Punktes C linksdrehend. Das würde ja so herübergehen. Das heißt, es ist positiv einzusetzen. Und Sie haben daher Plus. Und das F1x ist nichts anderes wie F1 mal Cosinus Alpha. Und mal dem Abstand, Normalabstand L5. Und dann hätten wir den Y-Anteil, das heißt, das wäre jetzt dann F1 mal Sinus Alpha, ist aber rechtsdrehend, fährt so herum, also minus F1 mal Sinus Alpha und der Normalabstand wäre jetzt L1 minus L2. So, wir kommen zur nächsten Kraft, das wäre die Kraft G. Diese G1, die dreht links herum und hätte den Abstand L1 minus L3. Das heißt, links ist positiv, also plus G1 mal L1 minus L3. Und dann kommen wir zur Kraft F2, und die Kraft F2, die teilt sich wieder auf einmal in einen Y-Anteil, das wäre so hinunter, das wäre F2y, und in einen X-Anteil, den hätten wir hier, das wäre F2x. Das heißt, wir hätten einmal rechtsdrehend die F2y, also minus F2, das ist die Ankathete, also mal Cosinus vom Gamma, mal L4 ist der Normalabstand zur Y-Komponente, und ebenfalls negativ ist auch die X-Komponente, also F2 mal Sinus Gamma, und der Abstand hier wäre auch die L5. Und nicht vergessen dürfen wir jetzt, dass wir ja noch dieses Moment hier haben. Das heißt, ebenfalls rechtsdrehend, also minus diesem M, das ist F2 mal D halbe. So, damit hätten wir die Hauptgleichungen aufgestellt. Wenn man das soweit hat, ist man eigentlich schon sehr gut unterwegs. Jetzt brauchen wir nur mehr das Gleichungssystem lösen. Wir werden das richtig schön händisch mathematisch machen. Das heißt, aus der Gleichung 3 folgt jetzt, dass wir unser FA hier anschreiben können. Das heißt, das FA mal Sinus Beta mal L1 kommt gedanklich die andere Seite, wird positiv, und dann müssen wir den Rest durch Sinus Beta mal L1 dividieren. Das heißt, das FA wäre somit ein großer Bruchstrich, und unten steht dann das Sinus Beta mal L1. Und der Rest, der ist jetzt oben, und da kann ich einiges gleich immer herausheben. Das F1 kann ich zum Beispiel hier herausheben. Da habe ich F1 mal Cosinus Alpha mal L5 und dann minus Sinus Alpha mal L1 minus L2. Und dann kann ich plus, ja, ich mache mal das G1 einmal,
L1 minus L3 und dann können wir auch hier das F2 herausheben. Das könnte man gleich, es sind alle drei Terme minus, das heißt wir machen also minus F2 mal, und innen drinnen ist alles positiv dann, also Cosinus Gamma mal L4 plus Sinus Gamma mal L5 und plus D halbe. Die sind jetzt innen drinnen positiv, mal minus wären es alle negativ. Hoppala. So, und jetzt in guter Mechanikmanier werden wir alles noch einsetzen mit Einheiten, um dann dual zu rechnen, sprich auch die Einheiten zu rechnen und einen Überblick zu haben. Die F1 waren 5 kN. Also 5 kN mal Cosinus von 30 Grad. Der L5 war 1 Meter. Ja, da steht er. L5 1 Meter, L4 ist auch 1 Meter. 1 Meter minus dem Sinus von 30 Grad mal 1 Meter, weil L1 minus L2 3 minus 2 ist 1 Meter. Dann haben wir plus G1, die G1 waren glaube ich 8 und die G1 multiplizieren wir dann mit L1 minus L3, also 8 kN. L1 minus L3, L1, 2, das sind 0,75 mal 0,75 Meter. Dann minus F2, das sind 10 kN. Und da haben wir den Cosinus vom Gamma, der Gamma war 40 Grad. L4 war auch 1 Meter, plus dem Sinus von 40 Grad mal 1 Meter, weil L5 war auch 1 Meter. Und plus die halbe, das sind 300 mm halbe, sind also 0,15 Meter. So, dann haben wir unten noch auszurechnen, das ist dann das Sinus von Beta, Sinus von 70 Grad und mal L1 sind 3 Meter. Jawohl. Wir tippen ein und rechnen aus und kommen auf minus 2,756 kN. 2,756 kN. Was bedeutet das jetzt? Dass die Kraft FA nicht hier nach oben zeigt, sondern dass sie nach unten zeigt. Das ist doch beachtlich, aber anscheinend macht dieses Moment hier einfach viel, viel mehr aus als dieses Moment hier dagegen setzen kann, inklusive dem Moment von G1. Gut, dann kommen wir zu den weiteren Gleichungen. Das heißt also, die erste und die zweite Hauptgleichung liefert uns das FCX und das FCY. Das FCX, das können wir aus der ersten Hauptgleichung hier herausholen. Das heißt, es kommt einfach auf die andere Seite und der Rest bleibt so stehen. Das heißt, aus 1 folgt, hoppala, aus 1 folgt FCX
ist gleich, und ich muss das jetzt, dass wir es besser sehen, ein bisschen nach oben. Das kommt also hier herüber, dann bleibt über FA mal Cosinus Beta plus minus F1 mal Cosinus Alpha und plus F2 mal Sinus Gamma. Dann haben wir einzusetzen, ist gleich FA ist minus 2,756 mal Kilonewton mal Cosinus von 70 Grad. Dann minus das F1 war 5 Kilonewton mal Cosinus von 30 Grad und plus F2 war also 10 Kilonewton mal Sinus und der Gamma war 40 Grad. Und wenn Sie das eintippen und ausrechnen, kommen Sie auf 1,1565 Kilonewton. So, und dann brauchen wir noch die Zweiergleichung, die liefert uns jetzt das FCY. Die Zweiergleichung war Summe aller FY. Und Sie sehen, wir haben es hier drinnen, das heißt, es bleibt gedanklich stehen. Und alles andere tauscht das Vorzeichen. Das heißt, das FCY ist dann gleich alles andere, das da steht, aber mit getauschten Vorzeichen. Also minus FA mal Sinus Beta. Sinus Beta. Und minus F1 mal Sinus Alpha und plus G1 und plus F2 mal Cosinus Gamma. Also alles, was hier negativ war, ist jetzt positiv und umgekehrt. G1 war negativ, die ist jetzt positiv. F1 mal Sinus Alpha ist jetzt zum Beispiel negativ. So, auch das können wir nun einsetzen und ausrechnen. Das heißt, das FA, da haben wir minus FA mal minus, also minus minus ergibt plus. Das heißt, jetzt wird da aus diesem minus 2,756 Kilonewton ein positiver Wert mal Sinus von 70 Grad, dann haben wir minus 5 Kilonewton mal dem Sinus von 30 Grad plus 8 Kilonewton und plus 10 Kilonewton mal dem Cosinus von Gamma ist 40 Grad. Und wenn wir das wieder ausrechnen, kommen wir auf 15,75 Kilonewton. Wir sehen, die Y-Komponente trägt in Wirklichkeit hier das Ganze. Wenn wir das FC dann ausrechnen wollen, müssen wir nur mehr die beiden zusammensetzen, das heißt das FCX zum Quadrat plus das FCY zum Quadrat und eingesetzt haben wir jetzt hier 1,157
zum Quadrat Kilonewton Quadrat plus 15,75 zum Quadrat Kilonewton Quadrat. Und wir kommen auf 15,79 Kilonewton. Das wäre unsere Kraft C in diesem Auflager. Damit haben wir die Kräfte gerechnet. Wir könnten noch den Winkel Alpha C dann uns überlegen, wenn wir schauen, dass beide sind positiv. Das heißt, irgendwo wäre das jetzt, das FCX ist relativ klein, nicht? Also das haben wir richtig angenommen. Das heißt, in Wirklichkeit liegt die irgendwie so drinnen, die FC. Und wir müssten jetzt, wenn wir einen Winkel rechnen wollten zur X-Achse, dann wäre das hier dieser Alpha C. Und diesen Alpha C-Winkel, den könnten wir also wieder üblich ausrechnen. Arcus Tangens. Tangens ist gegen Kathete, das ist in unserem Fall FCY, durch Ankathete durch FCX. Das wäre also der Arcus Tangens von 15,75 durch 1,157 Grad und wir kommen auf die 85,8 Grad. So, das war's auch schon wieder und ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.